Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Wie wäre es, wenn Sie den Weiche-Zurückfluch erlernen würden? Flipendo, kommen Sie zu mir ins Gewächshaus, sobald Sie die nötigen Aufgaben erledigt haben. Und deine Karte ist der Drache. Wie aufregend, schätze ich. Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Meine Damen. Professor Schaar. Astronomie ist kein Wahrsagen. Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Wenn Sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen Sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Sie haben noch keines? Sie können nicht für immer der Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, nein, stellen Sie es scharf. Selbstständig. Ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Ist das klar? Aber Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sterngucker von damals auch nicht auf. Sehen Sie sich nur die Astronomie-Altäre an, die Sie im ganzen Hochland aufstellten, wo Sie vor Jahrtausenden genau dieselben Sterne beobachteten. Ist das klar? Oh. Sie können gehen. Hallo. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Amit. Ich bin quasi ein Astronomie-Experte. Hallo, Amit. Schön, dich kennenzulernen. Habe ich Professor Schaar richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Das ist sehr nett von dir, Amit. Bist du sicher, dass du es nicht brauchst? Ja, klar. Es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Ich meine, natürlich hast du das. Es ist ja nur das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel. Koboldglas, erstklassige optische Verzauberungen. So ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also ich danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nichts übersehen. Auf mich wartet unten noch etwas zu lesen. Komm danach zu mir und bring das Teleskop mit. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Ich habe die Sternenbeobachtung möglichst lang aufgeschoben. Hat ja viel gebracht. Wie soll ich Sirius finden, wenn meine Hände zu kalt sind, um ein Teleskop zu benutzen? Ist doch ein Hund, oder? Das ist sein altes Teleskop? Sieht brandneu aus. Nacht für... Ich habe das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomie-Genie würde ich doch kein drittklassiges Lunaskop anbieten. Aber, da ist noch etwas. Ach ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Schaar erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden.
Und du brauchst also Hilfe beim Suchen? Ja, bist du dabei? Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Los! Klasse! Du wirst es nicht bereuen. Wollen wir? Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Dann mal los. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. So gruselig ist es hier draußen nachts gar nicht, wa? Ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Warum führst du uns nicht an? Wenn du willst. Irgendwie unheilvoll. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Oh, Wingardium Leviosa. Nur nicht so sauber, wie ich erwartet hatte. Incendio! Konflikt! Mehr Spinnweben? Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Ach Quatsch, doch nicht so nah bei der Schule, Amit. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Sterngucken geht es um Geduld und Präzision. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien, wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meinen Memoiren erwähnen. Danke, Amit. Ich freue mich schon darauf, sie zu lesen. Und ich mich darauf, sie zu schreiben. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronomen entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Das ist sehr großzügig. Danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald!